Ah, hier ist, glaube ich, der Sand, ne? Genau. Du bist höchst verdächtig. Mein Terrybug riecht es auch. Was du nicht sagst. Ach, wie cool die Animation eben gerade war. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Polizist? Ha, wie der aussieht. Der sieht ja mega bekifft aus. Cool. Fukano. Perfekt für ein perfektes Opfer für unseren den Knetinator. Der sie alle zerfetzen wird mit seiner Kalkklinge. Die wird nämlich echt reinhauen. Sehr effektiv. Und Level 22. Jawoll. Danke. Terrybark, da wechseln wir mal auf unseren Albus. Oh, der ist aber schon. Die haben wir nicht geheilt. Mist, das haben wir echt nicht gemacht. Warum nicht? Das muss aber trotzdem irgendwie schaffen. Ich hoffe mal, der kriegt das trotzdem irgendwie hin, das Terrybark kurz und klein zu schlagen, weil das wäre schon irgendwie wichtig. Ich muss wieder näher ransetzen an das Mikrofon. Hier, so. Rückkehr. Ja, Level 16 ist schon mal nicht mehr ganz so stark wie Level 20. Bam, Volltreffer. Sehr gut gemacht, Albus. Dürfte aber. Boah, 400. Boah. Ist nicht gerade wenig, muss ich sagen. So, wechseln wir eben auf Albus und dann gehe ich mal wieder. So. So. Nee, falsch. Das so wechseln und dies, das. Perfekt. Okay, denn der Weg ins Pokémon Center ist so weit. Jetzt habe ich keinen Bock darauf, da wieder hinzulaufen. Dafür bin ich zu faul. Was denn das? Zauberwasser. Ah ja, cool. Zauberwasser ist nicht schlecht. Oh, ein guter Fang. Nicht übel. Als nächstes werde ich mir wohl den Sieg angeln, oder? Nö, garantiert nicht. Den kriege immer noch ich, mein Freund. Ein Angler. Barlind. Was haben die hier für Namen? Voll komisch alles. Anton, okay. Anton gegen Albus. Gerne. Ich habe ich nichts gegen. Donnerschock. Oh, ich hoffe mal, Albus erlernt irgendwann mal was Besseres. Es wird auch irgendwann Donnerschlag erlernen von alleine. Donnerschlag, meine Freunde. Die Attacke ist echt stark. Level 22, danke. Und damit haben wir offiziell eine Chance gegen den Arena-Leiter. So, es ist richtig. Master Pro ist der nächste. Ja, Barschuft ist quasi eine Barschwakopie nur in doof. Barschuft. Davon gibt es auch ein männliches und ein weibliches Barschuft, glaube ich. Genau, das männliche sieht nämlich anders aus als das weibliche. Das weibliche ist ein bisschen rötlicher. Glaube ich, ist da irgendwie doch so ein bisschen rötlicher, war das. Kraftwelle. Okay, welcher Typ war denn eigentlich nochmal der? Ich weiß es gar nicht. Oh, Zermürben. Lächerlich. Der Schaden ist lächerlich. Und bam. Tot. So. Ich finde es ein bisschen doof, dass Barschuft keine Entwicklung hat. Warum hat so ein kleiner Fisch keine Entwicklung? Jeder dumme Fisch hat eine Entwicklung. Sogar Carpador und Barsch war. Sogar Finneon hat eine Entwicklung. Jeder Fisch hat eine Entwicklung. Goldini hat eine Entwicklung. Aber Barschuft hat keine. Wieso? Verstehe ich nicht, weil Barschuft eigentlich auch so ein Fisch ist, der eine Entwicklung haben müsste. Er ist einfach so ein Kandidat dafür, kann man sagen. Jetzt tausche ich mal aus. Baloinsa. Ja, genau, der muss jetzt rein. So. Perfekt. Läuft bei uns auf jeden Fall richtig. Wir haben es auf jeden Fall bisher drauf. Glückwunsch, mit mir ist dir ein echt toller Hecht an den Haken gegangen. In einem Kampf gegen mich stehst du nur frisch gefangenen Pokémon gegenüber, die du keinen einzigen Tag lang trainiert hast. Das ist total vorteilhaft übrigens. Okay, Barschuft. Er sagt nicht gerade frisch gefangenen Pokémon, aber er hat nur ein einziges Pokémon. Natürlich auch wieder sehr logisch, wie er hier vorgeht. Total logisch, mein Freund. Oh, es kann Wasserdüse. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Freund, aber bringt ihm gar nichts. Barschuft ist. Und guck mal, das ist das weibliche Barschuft. Das ist nämlich rot, habe ich gesagt. Ein weibliches. Moment mal. Hä? Das ist ja auch männlich. Hä? Was ist denn das Problem? Warum hat er denn zwei Formen gemacht, wenn das eine männlich ist und das andere weiblich? Und dann am Ende doch beide männlich sind. Hä? Dann bringt das ja gar nichts, okay. Gibt also doch zwei Barschuft. Also egal, ob die männlich oder weiblich sind, auch männliches kann dann wahrscheinlich auch rot sein, wie wir gesehen haben. Und ein weibliches kann auch blau sein, glaube ich. Interessant. Nein, ein Pokémon. Im Sand, natürlich, klar. Ach, cool, guck mal. Das fange ich mir. Flampion. Das ist richtig gut. Das ist die Entwicklung. Flampi, wie heißt es? Weg mit dem.
Flampiwander, das ist richtig gut, das Pokémon. Alter, das fange ich mir. Das ist echt cool. Und es ist aber bestimmt super selten, oder? Nee, zum Glück nicht. Und ist sogar männlich. Ja, Flampion, du bist unser. Du bist auf jeden Fall unser. Ich wollte nämlich eigentlich einen Magpi fangen, aber das ist besser. Bitte bring es nicht um. Ja, Mann, ein Flampion. Wir brauchen dringend ein Feuer-Pokémon für die Arena. Genau, perfekt. Für die Arena können wir ein Feuer-Pokémon mehr als nur gebrauchen. Das ist super. Gut. Es fällt in Raserei. Bam, noch mehr. Nicht umbringen. Nicht umbringen. Ich nein. Nein. Oh, schade, Mann. Na gut, das sah wohl nicht so gut. Gut gemacht, Baloenza. Ja, gut. Ich will es auch in der Folge fangen. Schnell, bevor die Aufnahme beendet wird. Schnell noch ein Flampion fangen. Das wäre doof, wenn wir es nicht kriegen. Ah, Level 16 sogar. Ist ja noch besser. Haben wir überhaupt noch Pokebälle dabei? Ich glaube, wir haben nämlich fast keine mehr. Ich guck mal kurz, ob wir noch welche haben. Wir dürfen nämlich kaum welche haben. Ach, wir haben noch 13. Das ist ja cool. Wir haben gerade welche gekauft, glaube ich. Kratzurie. So. Sehr gut. Sehr gut. Dreimal reicht sogar. Boah, ist kein Feuerzahn. Wir müssen es dringend haben. Oh, wie viel das abzieht, Alter. Ich mache mal... Ja, einfach, ich werfe mal einen Ball. Am besten einen... Ich hätte den Flottball werfen können, aber den jetzt zu verschwenden wäre irgendwie dumm gewesen. Pokéball. Es wird nicht reichen. Ich muss ihn mit Elbis paralysieren, dann geht das nämlich. Ich kann ihn da paralysieren, das ist nämlich gut. Und? Ja, wir haben ihn. Bäm, wir haben ihn gefangen. Aber wie nennen wir das denn? Zum Schlafen zieht es Arme und Beine ein und senkt seine innere Körpertemperatur auf 600 Grad, um mich zu entspannen. Ach, 600 Grad ist total entspannt, total. Ein Flampion ist ein Lampion. Das ist natürlich total cool. Ja, aber wie nenne ich den denn jetzt? Ich habe ja momentan natürlich Zuschauer, habe ich immer. Aber wie nenne ich das Ding jetzt? Ich weiß nicht. Ich guck mal kurz bei YouTube und welchen Abonnenten ich da nehmen könnte, weil ich habe ja viele, die immer kommentieren. Ich guck mal, wer da jetzt in Frage kommen würde. YouTube, so. Ich guck mal kurz einfach. So, ich habe keine Nachricht bei YouTube bekommen, das ist auch gut. So, die Frage ist natürlich jetzt, wen ich jetzt nehmen könnte. Ich gehe mal in die Kommentare und guck mal, wer am häufigsten kommentiert. Natürlich, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen werde, ist auch klar. Ist ja wohl klar, oder nee. Der hat was mit dem neuen Projekt zu tun. Wenn ich den jetzt so nenne. Ach, wisst ihr, warte, ich nenne ihn einfach anders. Ich nenne ihn jetzt einfach mal. Genau. Ich werde es anders machen. Ich nenne jetzt einfach mal nach jemandem, mit dem ich momentan relativ, ja, häufig aufnehme, kann man sagen. Na gut, so häufig jetzt auch nicht, aber doch. Der nämlich einen Namen tragen wird. Wo haben wir das Große genau da? Ich kann mir schon so gut vorstellen mit dem. Mit dem Namen, das passt zu dem auch ganz gut. Ich würde mal so sagen, das ist okay. Nämlich unser guter Kollege, der Sir Wall. Es, ja, passt. Super. So, Swall, du bist jetzt in unserem Team. Du bist ein Flampion. Ich hoffe, du freust dich. Boah. Es hat einfach Feuerzahn. Und ein Äschern. Stärke 30, Stärke 65. Alter. Unser neues Teammitglied. Es ist so schön. Und Raserei. Der will... Oh, Stärke 20 nur. Kopfnuss hat... Oh, Kopfnuss ist auch cool. Boah, hat er das echt Stärke 70? So stark ist das. Okay. Hoho. Das ist ja cool. Okay, jetzt hat sogar eine Beere getragen. Sehr geil. Super geil. Gay. Das war ein bisschen sehr gay. Und wieder weg hier. Wir ins Pokémon Center zurück, weil ich müsste mal mein Pokémon zurückbringen. Und wir haben unser neues Teammitglied. Und zwar ein Flampion, ein Feuer-Pokémon. Endlich mal ein richtiges. Und damit können wir die Arena auch ziemlich zerbashen mit Feuerzahn gegen die ganzen blöden Käfer-Pokémon. Alter, wir werden die alle zerfetzen. Es wird die reine Zerstörung werden. Ich sag's euch, Freunde, es wird die Zerstörung. Okay, ab zum Pokémon Center. Das schaffen wir hoffentlich noch. Boah, dieser Weg ist so weit, ne? Diese Stadt ist so groß, ist ja voll krank. Und wir sind wieder hier. Ja, Leute, wir haben unser fünftes Teammitglied gefangen schon. Unser fünftes nach dem zweiten Orden schon. Boah.
Und wir haben dieses Mal keinen einzigen Orden geschafft, aber dafür haben wir uns ein Teammitglied gefangen und wir haben auch ein bisschen trainiert, sogar sehr gut trainiert, muss ich sagen. Wir haben schon ein paar auf Level 22. Und das ist extrem gut. Sehr gut ist das. Ja, Level 22, Level 21. Läuft auf jeden Fall bei uns hart. Okay. Das ist ja cool, dass man es hier fangen kann. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Okay, dann gehe ich mal wieder zur Straße hier und guck mal die ganzen... Oh, anrempeln. Bam. Ach, die kann man aus dem Weg treiben. Wie cool. Dann können die auch gegeneinander stoßen, oder? Kann man die auch so anrempeln, dass sie sich gegenseitig zerstoßen? Geht das? Dass sie sich gegenseitig... geht das nicht? Ach Mist, hat das nicht geklappt. Schade. Hat nicht geklappt. Egal. Denn hier gab es noch irgendeinen Weg, der noch irgendwo lang ging. Nämlich der hier oben. Den habe ich auch gar nicht genommen, den Weg. Der ist neu. Aber da ist, glaube ich, auch alles abgesperrt, oder? Aber hier sind überall Geschäfte, ne? Ach, da kann man nicht reingehen. Schade. Das wäre das Highlight gewesen, weil dann wäre die Stadt so groß einfach. Man kann fast überall reingehen. Richtig heftig. Und kommt man hier durch oder darf man hier nicht durch? Kämpfe. Sehr schön. Durch Kämpfe kann man seine Pokémon am schnell... Moment mal. Den haben wir eben schon besiegt, oder? Hatten wir. Hä? Die kämpfen nochmal? Wieso das denn? Ey, das ist ein Bug jetzt, oder? Die haben wir schon besiegt eben. Hä? Was denn passiert gerade eben? Was war das denn jetzt? Verstehe ich gerade gar nicht. Rückkehr. Boah, sogar mit einem One-Hit, das ist ja richtig krass. Cool. Hä? Wieso kämpft ihr denn jetzt nochmal? Was ist das denn? Das habe ich noch nie erlebt, dass ihr nochmal kämpfen will. Das finde ich ja sehr schnieke. Das ist ja richtig geil. Boah. Das finde ich ja sehr cool. Aber das wundert mich jetzt ziemlich stark, warum die gegen uns kämpfen will. Schon wieder. Hä? Fail. So. Mogelhieb. Mogelhieb. Was mache ich denn da? Erlernen oder nicht erlernen? Weil, was sollte ich machen? Nö, nicht erlernen. Das lohnt sich nicht. Nee. Nee. Nein, auf keinen Fall. Mogelhieb nicht erlernen. Das ist besser. Und Cora ist besiegt. Boah, endlich. Das ist ja komisch. Warum ist... Hä? Wurde irgendwas gelöscht oder sowas? Nee, wir haben unser Swirl noch. Das ist ja komisch. Stehe ich gar nicht. Und schaffen wir den Kampf auch noch hier, oder? Ach nee, die... Der wollte gar nicht kämpfen. Aber warum wollte ich nochmal kämpfen eben? So. Meine Stimme wieder ein bisschen zurückbashen. Aber da kommt man nicht durch irgendwie. Da kann man nicht durch. Was ist das für eine Scheiße? Wie soll man denn da bitte weiterkommen? Ich glaube, man kann nur weiter, wenn man den Arenaleiter Arty besiegt. Dann kann man weiter... Oh, ist da ein Mülleimer? Ist da was drin? Nö. Boah, das ist der erste halbwegs realistische Mülleimer, den ich in Pokémon jemals gesehen habe. Ohne Scheiß. So. Aua. Bam. Aus dem Weg mit euch, ihr kleinen Spasten. Das macht so einen Spaß, die einfach gegeneinander aufzuhetzen. Bam, schade. Mist. Jetzt. Bam. Boah. Es ist echt cool. Okay, hier ging es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Wir müssen woanders hingehen. Wir müssen wahrscheinlich wirklich in die Arena gehen und dann trainieren. Aber ich glaube, ich gehe erstmal in den Untergrund rein, in die Kanalisation. Und dann trainiere ich da weiter. Unseren Swarm nämlich. Der muss nämlich auch Level 22 sein, mindestens. Dann kann er die alle zusammen bashen und zerstören. Ich würde sogar sagen, der schafft das wahrscheinlich sogar alleine, die alle zu zerstören. Ich würde ihm das zutrauen mit Feuerzahn. Ihr habt schon gesehen, wie das unserem... Balonza ziemlich zugesetzt hat. Das hat Balonza fast gewone-hitted. Das ist echt krass. Nee, hier war der falsche Weg. Das wollte ich nicht. Wobei, kann man hier auch noch irgendwie wegkommen oder geht es hier nicht weiter? Ich glaube, hier ging es nicht weiter. Nee. Hier ging es nicht weiter, meine Freunde. Das ist dann ein bisschen blöd. Ich finde die Sicht irgendwie besser als diese hier. Die ist cooler hier. Das ist cooler. Hui. Das ist irgendwie cool. Dann gehe ich mich mal vorne hinstellen und unser Pokémon-Center. Und da würde ich mal sagen, das war eine schöne Aufnahme, auch wenn ich hier ein bisschen
meine Stimme wieder verkackt habe. Ich kann wieder gar nicht reden, ich rede nur undeutlich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt da fresh.